Ah! Gut, dass ich mit Olaf vorgegangen bin, sonst wäre das Ganze jetzt schon wieder zu Ende. So, hier ist das Exit. Was bringt mir dieses Lebensding jetzt eigentlich noch? Gar nichts! Null! Nüsse! Puh, du jetzt auch. Exit! Was ist mit diesen Ägyptern los? Deren Katakomben sind voller Fallen. Warum können sie ihre Fallen nicht einfach mal weglassen? Das ist ein Spruch, ist wahrscheinlich ein englischer Wortwitz. Hm. Passwort ist Kairo. Die haben sich ja richtig was dabei gedacht. So, was passiert, wenn ich hier drauf schieße? Das geht bestimmt weg. Was sag ich? Es geht weg! So, du gehst jetzt erstmal hier durch. Ah! Das wird so nix. Hm, dann fahre ich jetzt erstmal mit Eric hier hoch. Das muss ich mit Eric machen. Mit den anderen beiden komme ich hier nicht weiter. Na, klasse! Tja, offensichtlich gehörst du hier nicht hin, mein Freund. Danke für diese Neuigkeiten. Ich sehe, dass der Tomato immer noch seine alten Spiele spielt. Du kennst ihn? Ja, leider. Und du musst ihn finden und zerstören. Solange wie er lebt, wirst du niemals in deine eigene Zeit zurückkehren. Wo ist der Typ und wie finden wir ihn? Ja. Oh, der hat mir auch gar nicht geholfen, wa? Gehen wir mal hier unten lang. Ja, hier ist ein Schlüsselloch. Oh oh. Ja, spiel deine kleinen Spielchen da. Was war das denn? Ich bash dich auch mit Erik. Beweg dich! Gentlemen, willkommen im Fight Club! Ah! Dann gehe ich mal oben lang. Ah! Hallo? Hallo? Gibt's hier was? Schnitzel bitte, Schnitzel! Schnitzel! Hä? Wie viel geht denn hier noch kaputt? Ich geh mal hier lang. Ah! Und hier. Bonusraum? Du ahnst es nicht, ein Bonusraum. Yeah! Ein Massive Basher und ein so ein Dingens. So, wieder runter. Wenn du jetzt abhaust, dann... Aber wie komme ich hier wieder rauf? Gut zu wissen, dass hier ein Bonusraum ist, aber... Ach so. Na, 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 die Wand geht kaputt und ich warte mir hier einen Wolf. So, jetzt bin ich wieder am Anfang, habe zwei Leben weniger, aber dafür kann ich so ein Ding bashen. So, gehen wir mal hier. Hier ist ja noch ein Schalter, was macht der? Ach, ach so. Ach, der macht da so Dinger hin und dann kann man... Ja, dann fällt das nicht... Das ist ja... Dann fällt das nicht runter. Da kann Bailey auch ganz locker flockig auch hier lang. Aber erstmal gehe ich, glaube ich, mit Olaf hier links durch die Gegend. Mhm.
Oh, was ist das? Oh, oh. Da darf ich mich bestimmt nicht von treffen lassen. Aber da hinten ist schon das Exit. Das heißt, alles, was ich brauche, ist eigentlich ein roter Schlüssel. Rauf mit dir! So, jetzt bin ich hier rechts. Nutze ich die Gelegenheit gleich mal. Und gebe Eric mal so eine Traube da. So ein Radieschen. Aber ich glaube, ich muss hier nochmal was machen. Ah, okay, okay. Die kommen immer aus diesen grauen Dingern raus. Geschafft! Rechts ist Totenkopf, links der Schlüssel. Oh Gott. Ja, dann nehme ich lieber den Schlüssel. Jetzt gib schon Gas! So! Ich hab den Schlüssel für den Heizungskeller! Oh. Damit dürfte ich das Level dann auch gleich geschafft haben. Ja! Und diesen Massive Bash habe ich gar nicht gebraucht. Ich hätte da eigentlich gar nicht hingehen müssen. So, einmal den Heizungskeller öffnen und... WTF. What the fuck? Was ist das? Ich hab Schiss. Da stand bestimmt irgendwo ein Schild, wie man das machen muss, aber ich weiß nicht wo. Und so ist richtig. Habe ich übersehen. Ich frage mich, ob das hier König Tutanchamuns Grab ist. Wer ist König Tutanchamun? Some guy Steve Martin wrote a song about. Jemand, über den Steve Martin einen Song geschrieben hat. Oh. Wie war? Passwort ist Spikes. Stacheln. So sieht das auch aus hier. Das ist schon mal ein guter Anfang. Hier geht's rüber. Und dann frage ich mich, wann gleich der nächste kommt, der mir mit irgendwas abballern möchte. Ich höre schon die Geräusche, die Flammengeräusche. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Wie soll ich denn hier durch? Ah, klasse. Klasse. Schön. Kein Eric mehr da. Dann versuchen wir es halt nochmal. Kann ich irgendwie die Schnüre hier durchballern? Nee, das ist ein... Das ist eine Eisenkette, die kriege ich ja nicht kaputt. Und was ist, wenn ich hier drauf schieße? Das sieht auch nichts. Machen wir Safe State. So, gehen wir mal hier lang. Hier oben drauf und dann... Ah, ja. Ah, ja. Weiter runter kriege ich es auch nicht. Aber das kommt wohl noch. Geh weg! Au! Wie soll ich denn das mit Eric schaffen? Hä?
Was? WTF? WTF? Ich habe gerade keine Idee, wie das gehen soll. Was ist, wenn ich erstmal was suche, damit ich die Flammen abstelle? Dann kann ich ja immer noch mich mit allen drei Leuten da auf dieses Steindings erstellen. Ja, komm, jetzt noch einmal und dann bist du auch weg. Zack! Safe State! Durch! Durch die Wand mit dem Kopf! Da ist ein Schild. Also, das muss ich bestimmt umstellen. Aber ich muss ja die anderen Leute hier rüber kriegen. Wie soll es gehen? Ist hier noch irgendwas, was ich übersehen habe oder so? Nee. Jetzt komme ich auch nicht mehr hier wieder hoch. Ja. Das mache ich nochmal von vorn. Und wieder rüber. Das holen. Ja. Ich bin echt mal gespannt, wie das hier funktionieren soll. Da kann ich mir gerade wirklich keinen Reim drauf machen. Ah. Ach so. Ah, ja, das macht Sinn. Das macht total Sinn. Ich hab's raus. Aber das auch noch schaffen, ohne dass Eric mir den Arsch zukneift, das ist schon ein bisschen schwieriger. So cheaten kann ich auch nicht. Dafür doch irgendwie dieses Ding ausmachen. Ach so, das bleibt und das habe ich ja gar nicht gesehen. Ich muss da ja nicht stehen bleiben. Ach so, Meisterlampe. So geht das. Und urplötzlich ist das Feuer auch aus. Ja, du kannst nicht mit so einem Volldeppen wie mir irgendwelche Rätselspiele spielen. Da hört es bei mir auf. So, und dann geht Baelyok mal wieder in den Fight One-on-One. Eigentlich darfst du mit mir gar keine Spiele spielen. Warum mache ich das eigentlich? Zack! Oh, ich habe gerade wieder üble Lags. Also, dieser Pharao-Man da unten rechts, der hat bestimmt mir irgendwas zu sagen.